Am 8. März ist feministischer Kampftag und wir gehen gemeinsam auf die Straßen. Während wir weiterhin unter dem Pflegenotstand und der Betreuungskrise leiden, investiert die Regierung 100 Milliarden in die Bundeswehr. Diese Unsummen an Geld müssen für Pflege, Bildung und Soziales verwendet werden, statt für Bomben und Panzer. Denn für die Befreiung aller sexuellen Unterdrückten müssen wir auch gegen Patriarchat in allen seinen Formen, Imperialismus, Aufrüstung und gegen den Krieg der kapitalistischen Staaten kämpfen. Keine der bürgerlichen Parteien kann uns eine Antwort bieten. Wir können uns nur auf die Selbstorganisation der ArbeiterInnen und der Unterdrückten stützen und uns internationalen zusammenschließen. Wir organisieren uns gegen dieses System, in dem Geld für Waffen und Kriege statt für Bildung und Pflege da ist. Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Für einen sozialistischen Feminismus. Deswegen kommt alle mit uns mit am 8. März auf die Straßen.